Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von unserem RB-Projekt zusammen mit dem Julian Seidebacher und mit dem Felix Müller. Grüßt euch, hier zu der vierten Folge von unserem tollen Projekt. Erstmal vielen Dank für euren Support. Ich habe gesehen, anscheinend feiert ihr die Folgen, so wie es aussieht. Das freut mich natürlich. Und vielleicht merkt ihr es. Ich habe es hingekriegt. Es leckt nicht mehr. Es geht einigermaßen. Es läuft wieder einigermaßen. So. Auf jeden Fall haben wir uns ja die Höfe zuletzt mit dem Felix angeguckt. Wir haben uns mal beratschlagt und wir haben ehrlich gesagt, das ganze eigene Hof und Rumbesitze, das gefällt uns nicht so wirklich. Wir haben gesagt, der Felix, der tut hier jetzt den Hof, muss er selber wissen, ob er den kaufen will oder nicht. Und wir tun halt jetzt unser eigenes Ding erstmal machen. Und helfen halt anderen Leuten. So. Und dementsprechend fahren wir jetzt mal in die Stadt und gucken jetzt mal, wie es aussieht. Ja. Ach so, wo steht eigentlich dein Auto? Hast du es halt unten beim Hof gelassen? Bei der Meine. Ja, dann gehen wir da mal kurz hin. So, auf jeden Fall. Dominik, was denkst du denn, wo wir zuerst hingehen sollten? Boah, wo gibt's nicht mehr viel Arbeit, was wir mir überlegen. Irgendwas Geiles hätte jetzt Bock zu machen. Ja. Ich weiß nicht, hier gibt's ja eine Spedition. Hier gibt's ein, zwei Höfe, Landwirte. Spedition, wo muss ich denn lang? Muss ich hier lang? Ja. Bürgermeister gibt's auch. Bürgermeister hat auch viel zu tun, aber das ist, glaube ich, für zwei Leute nicht so geil. Wieder als Praktikanten rumlaufen. Eher so Spedition oder LU. Genau. Das könnte man könnte ja mal fragen, wie es aussehe da. Ja. Das wäre geil. Aber erstmal fahren wir jetzt zu dem Hof, holen dein Auto. Dann können wir nämlich erstmal ganz beruhigt fahren. Hä, stand das nicht hier? Hä, warte mal, wo steht denn das jetzt? Hä? Dann steck nochmal ein, dann ist das Gebiss da ohne beim Hof. Ah ja, bei dem Ahnen da, egal. Ja. Fahren wir da mal schnell hin. Ja. Bisschen Musik anmachen. Oh, schreibt gerne mal eure Meinung zum geilen Projekt in die Kommentare. Würde mich interessieren, wie ihr es feiert. Ob ich Vorschläge habt, Verbesserungen. Und ja, über Like und ein Kommentar würde ich mich freuen. Und wenn ihr noch nicht folgt, könnt ihr dann gerne bei mir und beim lieben LS-Profi auch gerne ein Follower da lassen. Das wäre perfekt. Also bei mir in den Kommentaren stand eigentlich bis jetzt her nur Positives. Mal so, out of pay, kann man ja ein bisschen reden. Kam eigentlich relativ gut an. Jo. Dafür, dass ich jetzt seit 5 Monaten nichts mehr hochgeladen habe, wo habe ich jetzt die Einfahrt verpasst? Alter, was ist das denn für ein Scheißhof? Ja, da muss ich Karre erstmal da bleiben, fahren wir erstmal auf die Stadt. Jo, mach mal so. Ich fahre ja gern mit dir spazieren. Ja. Wobei ich die Straßen... Verkehrsregel... ich weiß ja nicht, wo ich hier langfahren soll, weil die Straßen ganz komisch angelegt sind hier. Die sind krumm und schepp, ey, das ist ja nicht normal. Da wird mir schlecht beim Fahren doch. Ja, du sagst du, es ist angenehm mit mir zu fahren, jetzt sagst du, dir wird schlecht. Ja, wenn du so um die Kurven fährst, ja, jetzt fahrt einen halben Pushback. Jo, Alter, wird recht schnell. Jetzt hab ich die Blätter auch noch im Gesicht. Ich hab die Karre auch erst seit einem halben Tag. So wie du fährst, weißt du nicht länger als bei einem halben Tag kommen. Hier, mein Freund, sag, wo ich überhaupt mitfahre, ich soll zufahren. Hey, dann lass mich fahren. Hier, du brauchst ja auch nicht davon am Hebel festzuhalten. So schlimm fahre ich jetzt auch nicht. Ich halte mich doch gar nicht am Hebel fest. Ja, oh klar, ja, Schlagloch. Es war quasi ein Schlagloch bei mir. Was für ein Schlagloch? Oh. Ich fahre hier. Ganz ruhig. Alter, da sind viele Schlaglöcher. Oh, was war denn das? Alter. Ich bin kurz rausgewichen, sorry. Da. Aber wie gesagt, Leute, hier seht ihr auch nochmal in der Stadt.
geht's auch wieder einigermaßen. Rechts, ja, fahren wir mal hier. Da vorne sind nämlich, glaube ich, ein paar Leute. Gucken, nicht, dass wir entkommen. Links, rechts geht. Ja. Dann fahren wir hier mal rein. Oh, parken wir da mal hier. Oh, so ganz, schön auf die Seite. Ganz kreis. So, so. Kommst du? Ja. Ach, hier vorne stehen die drei von der Tankstelle oder wer auch immer das ist. So, lass mal gucken hier. Hallo in die Runde. Servus. Eieiei. Mahlzeit. Sie sind Herr Seidebacher. Seidebacher. Oh ja. Ja. Sehr schön sehen Sie aus. Wo haben Sie denn Ihre. Was ist denn Ihr Friseur? Ich bin hier ja neu. Ich brauche auch einen guten Friseurladen. Ja, der letzte Friseur, den ich hatte, war vor 2 Monaten in meiner alten Stadt noch. Eieiei. Hatten Sie sich eine Glatze geholt oder warum haben Sie jetzt so tolles Haar? Ach was, das ist wunderschön. Dürfte ich mal fragen, wer Sie sind? Ich bin der Herr Dominik Zimmermann. Vogel. Herr Zimmermann. Hier neu, mein Dorf wurde zwangsgeräumt. Darf ich ja kurz mit Ihnen reden? Wegen Kohleabbau oder was? Ja, leider schon. Also. Oh, kritisch. Ja, das ist blöd. Herr Dominik Vogel. Ja. Hier eine neue Heimat. Haben Sie sich schon entschieden für den Hof? Na, das wollten wir gerade ausdiskutieren. Ah, okay. Da ist eher mein Kollege zuständig, der kennt sich da besser aus. Ja, aber Herr Dominik Vogel, wollten Sie mit Julian Seidebacher hier vielleicht ein bisschen unterstützen und unter die Arme mal greifen? Ja, wenn Sie wohl Hilfe brauchen, sind wir gerne dabei. Weil, Sie wissen ja, wir haben uns letztes Mal ja den Hof angeguckt und den will ich vielleicht kaufen, den einen, den letzten, wissen Sie. Ja, ich kann Ihnen nicht mehr helfen, wenn ich Zeit habe. Jo, dann melde ich mich auch mal bei Ihnen. Ja, machen Sie das. Danke für Ihr Angebot. Ja, bitteschön. Wir sehen uns nochmal. Jo. Jo. Ernsthaft? Ja. Und wir wurden halt hier hingeschickt, weil unsere Opas eigentlich hier sein sollten. Jetzt haben wir aber zuletzt erfahren, dass die anscheinend verstorben sind. Und jetzt irgendein Hof irgendwo. Ja, ja. Ja, danke, noch einmal. Ah, hier, wie gesagt, können Sie aber selber sich vorstellen. Hier, mein Kollege, der Vogel, Dominik. Grüß Gott. Dominik, das ist der Joachim Zimmermann. Joachim Zimmermann, das ist der Dominik. Ja, guten Tag. Servus. Warum genau sind, oder wofür sind Sie jetzt hier beim Bürgermeister? Ja, also ich wollte mir auf jeden Fall noch mein Landgut kaufen, weil sonst bringt mir das ja hier nichts. Und alles verloren, jetzt muss ich mir auf jeden Fall was Neues hier aufbauen. Mhm. Und dann muss ich nachher noch zum Landmaschinenhändler. Ich brauche irgendwie ein Fortbewegungsmittel hier. Ich sehe, ja, ja. Laufen Sie zu Fuß oder was? Ja, momentan schon. Das ist sehr anstrengend, das können Sie mir mal glauben. Na gut, wir haben zuletzt sind wir auch zu Fuß gelaufen, aber ja, unsere Opas haben halt dieses Auto da vorne uns vererbt. Ja. Ja, also. Bei mir als ich hab nämlich damals meinen Porsche habe ich verkauft. Okay. Und jetzt habe ich gar nichts mehr, weil hier Cool gelaufen. Aber Sie wollen auf jeden Fall jetzt hier einen Hof führen, oder was? Ja, ich möchte hier in die Landwirtschaft einsteigen. Das stelle ich mir doch recht schön vor hier. Ja, ist auch ein idyllisches Dörfchen hier. Ich habe zwar auch noch nicht viel gesehen, aber das, was ich gesehen habe. Ach. Eieiei. Hallo, Herr Müller. Herr Müller. Guten Tag. Ja. Wie sieht's denn aus mit dem Hof? Ja, ich habe jetzt hier mit dem Herrn Ernsthaft, mit dem Herrn Haft gesprochen. Ich will vielleicht den letzten Hof kaufen, den wir uns das letzte Mal angeguckt haben. Vielleicht will ich den kaufen. Okay. Ja, also wie gesagt, du kannst ja ruhig den Hof kaufen. Wir gucken, dass wir ein bisschen Arbeit finden und uns ein bisschen eigenes Geld verdienen, weil eigener Hof, das ist uns auch ein bisschen zu früh, weißt du? Ja, aber ich habe jetzt beim Dominik Vogel eben gesprochen. Wenn ihr vielleicht Lust daran hättet, könntet ihr mir vielleicht mal unter die Arme greifen. Ja klar, wenn du Hilfe brauchst, hast du unsere Nummern oder soll ich die dir noch geben? Ja, kannst du mir mal aufschreiben, dann schreibe ich auch mal meine auf. Ja, komm mal mit. Ja, ja.
warte. Dann können die zwei sich kurz unterhalten. Komm, wir gehen mal kurz hier hin. Jo, Herr Zimmermann. Ja. Wie seien Sie da hergekommen? Erzählen Sie ein bisschen über Sie, weil ich war früher nicht da beim Gespräch. Habe ich nicht viel mitgekriegt. Also ich wohnte eigentlich woanders und dann wurde mein Dorf weggebaggert für die Kohle. Okay. Also ja, die Kohle unterirdisch, meine ich. Und dann bin ich jetzt hierher gezogen. Also plane es hierher zu ziehen, weil ich habe hier gehört, hier ist es schön. Es sieht auch sehr ländlich aus, hier sehr toll. Und ich plane jetzt hier meine eigene Farm hier aufzubauen an sich. Und ja, also ich habe an sich noch nicht so viel Ahnung hier, aber das will ich mir ja alles aneignen. Herr Dominik. Ja. Darf ich mal ganz kurz mit Ihnen mal ganz kurz allein sprechen? Ja. Okay, dann kommst du mal kurz mit. Wo ist denn der Bürgermeister hingelaufen eigentlich? Der war gerade noch hier irgendwo. Mhm. Häuschen. Kennt man ja von der Verwaltung. Ja, ja. So, warte mal. Kommst mal kurz zurück. Jo. Sind wir jetzt allein? Ja. So, ich wollte mal fragen, ja, wegen unter die Arme greifen, weil der Herr Seidebacher, der hat mir gerade mal seine Handynummer da gelassen. Hätten Sie vielleicht auch eine für mich? Ja, kann ich Ihnen gerne geben. Da schreiben Sie es nochmal auf, haben Sie einen Zettel und einen Stift bei Hand. Ja, warten Sie, ich hole kurz einen Stift. Können Sie kurz warten? Zwei Minuten. Ja, ich habe keinen Stress. Dann schauen wir mal, was der Kollege so für Aufträge für uns hat. Wenn er da mal uns anruft, werden wir gerne ihn unter die Arme greifen, aber das werden wir schon machen. So, bin wieder zurück. Jo. Hab einen Zettel und einen Stift. Jo. Dann schreiben Sie es hier am Lauf 049. 049. Ja. 27 63 028. Was waren die letzten Zahlen immer? 028. Okay, danke schön. Bitte. Danke Ihnen. So, schauen wir mal, was der Herr Seidebacher da redet. Deswegen, aber dass du jetzt erstmal noch nicht so sagst, im Zweifelsfall fahre ich halt mit dem Feuerwehrauto. Wie kann ich Ihnen denn weiterhelfen? Ja. Also ich und der Herr Vogele, also erstmal hier, können wir uns ein bisschen davor quetschen oder wollt ihr zuerst? Mit dem Herrn Zimmermann hatte ich gerade schon gesprochen. Ja, ah, okay. Also, ihr könnt sehr gerne hier mit ihm reden. Ich muss ja, wir, unser Gespräch ist ja nicht lange. Ja, Herr Zimmermann! Wir wollten einfach mal... Ich meine Herr Zimmermann. Wir wollten... Was gibt's denn? Darf ich ja ganz kurz allein mit ihm reden? Ja, gerne doch. Also, so, ja, wollen Sie reinkommen? Wir können uns Gehen mal. Ich habe gesehen, Sie sind wieder umgezogen. Boah, von schönes Haus, schönes Haus. Ey, habt den Aufzug hier? Ja, aber der ist ein bisschen fehlerprogrammiert, weil manchmal bleibt er ein Stück stecken, fährt dann weiter hoch. Oh. Die Türen, die schließen recht schnell und öffnen aber sehr langsam. Bei dem Gewicht. Wir hätten hier seine Schlappe liegen lassen. Und, ich komme überhaupt nicht hoch! Der Aufzug fährt auch schon mal los. Hallo? Ich. So, da können wir Mann, ey! Jetzt war sein Aufzug zu breit geworden. Alter, was hast du? Alter, Ola, Signorina, da ist es schön. Alter! Ja, wenn ihr die. Ey, kommt hier noch ein Fenster rein oder kannst du hier einfach. Nee, hier kommt. Ist das eine Frittentheke hier? Aber ist aktuell ja fast niemand hier, deswegen braucht er doch nicht. Das ist hier mein Büro. Okay, das sieht richtig schnieke aus. Ja, dann lass mal kurz reden. Ja. Ja. Und zwar, ich und der Dominik Vogele, wir haben uns ja... der letzte Stand war ja eigentlich, dass wir mit dem Herr Müller einen Hof zusammenführen wollten. Da haben wir jetzt uns aber von abgeraten, weil dieses eigene Hof führen ist uns noch ein bisschen zu früh, müssen wir ehrlich sagen. Okay.
Dementsprechend wollten können wir einfach trotzdem, mal. Trotzdem, wenn Sie irgendwie für irgendwo für Startguthaben brauchen, können Sie trotzdem gerne Kredit aufnehmen. Ja klar, lass Sie gerne Kredite hier für. Ja, ich weiß schon. Ja, aber eigentlich ist unsere Frage, ob Sie denn wüssten, welcher Arbeitsgeber hier noch ein bisschen Arbeit anbieten kann. Weil wir haben ja, sind jetzt relativ bankrott, haben kein wirkliches eigenes Vermögen oder halt Geld und suchen halt ein bisschen Arbeit. Ja, also wir haben ja den Fahrzeughändler, der hin und wieder mal ein bisschen Hilfe gebrauchen kann. Der Bauhof auch, weil beim Bauhof auch immer das halt abhängig von der Auftragslage ist. Ich glaube, aktuell ist recht wenig. Und die Spedition, wenn sie dafür, ich weiß, sie sind ja noch relativ jung, ich weiß jetzt nicht, für welches Fahrzeug man welchen Führerschein braucht. Ja, na gut, LKW sind wir jetzt noch nicht, haben wir jetzt noch nicht. Also wenn dann schon den T halt beide. Den Auto natürlich. Ja, gehen wir halt drauf an. Genau. Jo. Ja. Also fragen wir am besten einfach bei der Spedi. Oder so. Ja. Oder fragen halt einfach mal rum. Genau. Jo. Ja, vielleicht haben die auch mit Verladen, keine Ahnung, Lagerung, irgendwelche Jobs. Ja. Ja. Aber ich Ihnen ehrlicherweise auch sagen möchte, bei dem Hof, sie haben ja jetzt, wollen ja jetzt den noch nicht kaufen. Der Herr Müller, der hat schon Interesse angemeldet, ja, also dem werde ich dann jetzt auch bald das Angebot, also der Letztere, den wir uns angeguckt haben, ja genau. Das Ältere für 680.000, meine ich, waren es, der hat da schon Interesse für angemeldet, dem werde ich jetzt bald ein Angebot machen und sofern es da natürlich keine weiteren Kaufinteressenten gibt, was jetzt sie gewesen wären, aber sie wollen sich wollen ja erst noch mal ein bisschen sich finden. Bisschen Erfahrung sammeln, dementsprechend ist der Hof. Ja. Ich wünsche ihn jetzt schön, aber ich muss mal schnell auf Toilette. Okay. Wo sind die? So, liebe Freunde. Aber wie die Story da weitergeht mit den Herrn Haft und mit meinen Herren Kollegen, danke. Da seht ihr in der nächsten Folge. Dann lasst gerne auf Abo und ein Like da, schreibt gerne einen netten Kommentar und dann schaut es nächste Mal wieder vorbei. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao. Ciao.